بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister und herzlich willkommen zur nächsten Zusammenfassung und zwar des sechsten Juz. Wir machen weiter mit Surat An-Nisa und eines der wichtigsten Themen zu Beginn dieses Juz ist die Diskussion über die Leute der Schrift. Und so erinnert Allah subhanahu wa ta'ala daran, was die Kinder Israels an Taten begangen haben zur Zeit von Musa alayhi salam. Dazu gehört ihre Bedingung, Allah zu sehen. Und erst dann würden sie tatsächlich an ihn glauben. Ebenso die Anbetung des Kalbs, was sie aus ihrem Schmuck erschaffen haben oder konstruiert haben, ihre Verweigerung ins gelobte Land einzutreten und ihre Missachtung des Sabbats. Einige Einzelheiten werden noch in anderen Suren näher erwähnt. Und letzteres, inshallah, werden wir insbesondere in Surat Al-A'raf näher uns anschauen. Danach widmet sich die Sura dem angeblichen Tod von Isa a.s. So tadelte Allah azza wa jal die Besitzer der Schrift für ihre Behauptung, dass Isa getötet worden sei. Allah sagt, gewiss, wir haben Al-Masih Isa, also der Messias, Al-Masih Isa, den Sohn Maryams, den Gesandten Allahs, getötet. Also das sagen die Besitzer der Schrift. Aber, Allah sagt hier weiter, aber sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt, sondern es erschien ihnen so. Und diejenigen, die sich darüber uneinig sind, befinden sich wahrlich im Zweifel darüber. Sie haben kein Wissen darüber, außer dass sie Mutmaßungen folgen und sie haben ihn mit Gewissheit nicht getötet. Sondern vielmehr hat Allah ihn zu sich erhoben. Allah ist allmächtig und allweise. Das waren die Ayat 157 bis 158. In diesem Juz erwähnt Allah Azza wa Jal auch den Vorzug Musas alayhi salam, nämlich mit der Aussage, und zu Musa hat Allah unmittelbar gesprochen. Ayat 164. Und daher wird Musa a.s. Kalimullah genannt. Kalimullah bedeutet also Gesprächspartner Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Ayah, und zu Musa hat Allah unmittelbar gesprochen, wa kallamallahu Musa taklima, ist ein Beweis dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala tatsächlich spricht. Und das ist die Glaubenslehre der Gefährten und allen, die ihnen folgen, wie zum Beispiel der vier Imame. Ebenso wird die Aussage kritisiert, dass Allah drei sei, also diese Dreieinigkeit. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, darum glaubt an Allah und seine Gesandten und sagt nicht drei. Hört auf damit, das ist besser für euch. Allah ist nur ein einziger Gott, Preis sei ihm und erhaben ist er darüber, dass er ein Kind haben sollte. Ayah 171. Und schließlich endet Surat An-Nisa mit der sogenannten Ayat Al-Kalalah, das heißt die Ayah über den Erbanteil seitlicher Verwandtschaft. Und gemeint ist, dass der Verstorbene weder Kinder oder Enkelkinder noch Väter oder Großväter hinterlässt. Wenn das der Fall ist, dann gibt es bestimmte Regeln bei der Erbaufteilung und die werden in dieser letzten Ayah in Surat An-Nisa erläutert. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam nannte diese Ayah die Ayah des Sommers, weil sie eben im Sommer offenbart wurde, das sagte er zu Umar radiyallahu an. Die nächste Sura ist Surat Al-Ma'idah. Al-Ma'idah, also der Tisch. Und das ist eine medinensische Sure, also wurde offenbart nach der
der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das Besondere an dieser Sure ist, dass sie zu den letzten Suren gehört, die überhaupt offenbart wurden. Es ist also nicht die letzte Ayah, die letzte Ayah ist ja in Surat al-Baqarah, aber es ist die letzte Sure und gemeint sind also, das sind die letzten Gebote, die überhaupt offenbart wurden. Eine andere Besonderheit dieser Sura, Surat al-Ma'idah, ist, dass in Surat al-Ma'idah 19 Gebote erwähnt werden, die in keiner anderen Sura erwähnt werden. Die werden nur in Surat al-Ma'idah erwähnt. Und diese 19 Gebote sind folgende. 9 Gebote werden in den Ayat 3 bis 5 erwähnt, und zwar bezüglich der Nahrung. Dann die Ehe mit Frauen der Schriftbesitzer, die wird in der 5. Ayah erwähnt. Dann die Darlegung des Wudu, wie man Wudu macht, das ist in Ayah 6. Die Strafe für Diebstahl, das ist in Ayah 38. Der Gebetsruf, der wird in Ayah 58 erwähnt, wobei in Surat al-Jumu'ah, wie wir inshallah noch sehen werden, wenn Allah es erlaubt, der Gebetsruf zur Jumu'ah erwähnt wird. Aber hier in Surat al-Ma'idah wird erwähnt, der Gebetsruf im Sinne von der Gebetsruf zu allen Zeiten und nicht nur zur Jumu'ah, das ist in Ayah 58. Und dann wird auch das Jagdverbot während dem Weihezustand in der Pilgerfahrt erwähnt, und zwar in Ayah 95. Und dann werden 4 unzulässige Verbote der Mekkaner erwähnt, also Dinge, die sich die Mekkaner verboten haben, 4 Sachen. Und dass das eben nicht verboten ist, ja, dass das eben erlaubt, also nicht verboten ist, so wie die Mekkaner es gesagt haben. Und das ist in Ayah 103 erwähnt und Regeln bei der Festlegung eines Vermächtnisses, ja, wenn man sterben sollte. Und das ist in Ayah 106. Das sind insgesamt die Gebote, die nur in dieser Sura offenbart wurden und erwähnt wurden und in keiner anderen Sura. Zu Beginn wird zur Einhaltung von Vereinbarungen aufgerufen. Damit beginnt Surat al-Ma'idah. Und im Verlauf der ersten Ayat wird eine Ayah erwähnt, beziehungsweise ein Gebot erwähnt, was die Herrlichkeit dieser Religion zeigt. Allah Azza wa Jal sagt, und der Hass, den ihr gegen bestimmte Leute hegt, soll euch ja nicht dazu bringen, dass ihr nicht gerecht handelt. Handelt gerecht. Das kommt der Gottesfurcht näher und fürchtet Allah. Gewiss, Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Ayah 8. Damit ist also Betrug, Untreue, Missachtung von Vereinbarungen, andere Formen von Ungerechtigkeit verboten, egal ob es gegenüber Freund oder gegenüber Feind ist. Und so lebte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Obwohl die Mekkaner, die Polytheisten, ihn dermaßen bekämpft haben, versucht haben, ihn zu töten, hat er sie nicht bestohlen, er hat sie nicht betrogen, er hat sie nicht hintergangen. Und das macht einen Muslim aus. Ein Muslim hält sich an den noblen Charakter, egal wer vor ihm steht. Danach widmet sich die Sura den Geboten der Nahrungsmittel. Und da es mehr erlaubte Dinge gibt als verbotene, erwähnte Allah Azza wa Jal nur die verbotenen Dinge. Das heißt, Rest ist erlaubt. Natürlich in Anbetracht des kompletten Korans und der Sunna natürlich. Aber allgemein gilt, Allah Azza wa Jal hat im Koran bzw. in der Sunna nicht sämtliche erlaubte Dinge erwähnt, ja, das würde ja unendlich sein, sondern Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte die verbotenen Aspekte und dann weiß man, okay, alles andere, was Allah oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht verboten hat, da gilt, dass es erlaubt ist. So sagt Allah azza wa jal, verboten ist euch der Genuss von Verendetem, also Kadaver, Tiere, die also nicht geschächtet wurden, sondern alleine gestorben sind, Blut, Schweinefleisch und dem, worüber ein anderer Name als Allahs angerufen worden ist. Das heißt, wenn man etwas schächtet für irgendeinen Götzen, ja, das ist damit gemeint.
Und der Genuss von Ersticktem, Erschlagenem, zu Tode gestürztem oder Gestoßenem und was von einem wilden Tier gerissen worden ist. Also das sind die Tiere. Wenn ein Tier erstickt ist, erschlagen ist, zu Tode gestürzt ist, gestoßen ist, gefressen wurde von wilden Tieren, das sind Tiere, die wir nicht mehr essen dürfen. Außer dem, was ihr schlachtet. Das heißt, bevor dieses Tier stirbt, also wenn ein Tier am Ersticken ist oder am oder gestürzt ist, aber es lebt noch, es ist nur nicht tot. Wenn man es schächtet, darf man es dann essen. Und verboten ist euch, was auf einem Opferstein geschlachtet worden ist, und mit Pfeilen zu losen. In dieser Ayah erwähnt also Allah Azza wa Jal die Vollendung der Religion. Und dazu sagt Allah Azza wa Jal, heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet und meine Gunst an euch vollendet und ich bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden. Auch in Ayah 3. Diese Ayah wurde in der Pilgerfahrt des Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt, und zwar an einem Freitag, als Rasul alaihi salatu wasallam am Berg Arafat stand. Da wurde diese Ayah offenbart. Und danach wurde kein Gebot mehr herabgesandt. Damit ist die Religion abgeschlossen. Aber einige denken, das wäre die letzte Ayah überhaupt. Aber das ist wohl nicht richtig, wie die Koranwissenschaftler sagen, sondern die Ayah in Surat Al-Baqarah ist die letzte Ayah. Aber hier meint Allah Azza wa Jal, dass nun die Religion vervollständigt ist und vollständig ist, sodass keine weiteren Gebote kamen. Denn nach dieser Pilgerfahrt des Propheten sallallahu alaihi wasallam lebte der Prophet sallallahu alaihi wasallam nur noch 3 Monate und dann verstarb er alaihi salatu wasallam. Möge Allah uns mit ihm vereinen im Paradies. Diese Ayah deutet auch auf eine wichtige Regel im Islam hin. Und zwar sagt Allah azza wa jal, und wer sich aus Hunger in einer Zwangslage befindet, ohne zu einer Sünde hinzuneigen, so ist Allah allvergebend und barmherzig. Und daraus haben die Gelehrten die Regel formuliert, Zwangslagen erlauben das Verbotene. Also man stirbt gleich, man hat sich verschluckt und man muss irgendwas trinken, damit man nicht stirbt, und man hat jetzt nur noch Wein, dann darf man einen Schluck trinken. Man verhungert, es gibt jetzt nur noch Schweinefleisch, dann darf man einen Happen essen, damit man nicht daran stirbt. Zwangslagen erlauben Verbotenes. Anschließend ging Allah auf eine Jagdmethode ein, nämlich anhand von Jagdhunden. Und so erwähnte er die Bedingung, dass es geschulte Jagdhunde sein müssen und keine streunenden Hunde sein dürfen, die nicht geschult sind. Sollte aber ein anderer Hund diese Beute gefangen haben, dann ist die Beute für den Verzehr nicht mehr erlaubt. Ebenso erlaubt Allah Azza wa Jal die Nahrung der Schriftbesitzer, also Juden und Christen. Und in diesem Kontext erwähnt Allah Azza wa Jal auch die Ehe mit jüdischen und christlichen Frauen. Allerdings ist die Bedingung, dass sie keine außerehelichen Beziehungen hatten. Also, dass diese Frauen keine außerehelichen Beziehungen hatten. Und danach behandelt diese Sura die rituelle Waschung. Und zwar Al-Wudu. Allah Azza wa Jal sagt in Ayah 6, O die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch das Gesicht und die Hände bis zu den Ellbogen und streicht euch über den Kopf und wascht euch die Füße bis zu den Knöcheln. Hier werden also die 4 Körperteile genannt, die gewaschen bzw. über denen gestrichen wird. Und das sind Gesicht, Arme bis zu den Ellbogen, Kopf, über dem wird gestrichen, und Füße bis zu den Knöcheln. Und dabei passiert etwas Besonderes, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith erwähnt hat. Und zwar sagte er alaihi salatu wasallam, wenn der muslimische Diener den Wudu vollzieht und sein Gesicht wäscht, verschwindet mit dem letzten Tropfen von seinem Gesicht jede Sünde, die er durch Anschauen begangen hat.
Wenn er seine Arme wäscht, verschwindet mit dem letzten Tropfen von seinen Händen jede Sünde, die er durch Anfassen begangen hat. Wenn er seine Füße wäscht, dann verschwindet mit dem letzten Tropfen von seinen Füßen jede Sünde, die er mit dem Gehen begangen hat, bis er von allen Sünden gereinigt ist. Das ist ein wunderschöner Hadith und der zeigt uns, dass wir während dem Wudu an unsere Sünden denken sollen, damit wir eben das genießen, dass diese Sünden eben wegfallen. Und aus dieser Ayah haben die Gelehrten mehrere Gebote abgeleitet. So wurde die Bedingung zum Beispiel abgeleitet, dass man eine Absicht fassen muss, wenn man betet. Obwohl ja die Bedingung, die Absicht zu fassen, jetzt nicht explizit hier erwähnt wurde, aber implizit. Woher haben die Gelehrten das abgeleitet? Allah sagt ja, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt. Zum Gebet aufstellen, also du stellst dich zu etwas auf, also du hast eine Absicht, du hast ein Ziel, warum du dich jetzt aufgestellt hast. Also ist die Absicht eine Bedingung, sonst hätte Allah Azza wa Jal so nicht erwähnt. Eine weitere Regel, die sie abgeleitet haben von dieser Ayah, ist, dass die Einhaltung der Reihenfolge eine Voraussetzung für den Wudu ist. Wie haben die das abgeleitet, die Gelehrten aus dieser Ayah, obwohl ja in dieser Ayah nicht steht und haltet die Reihenfolge ein? Woher haben die das abgeleitet? Die haben gesagt, und zwar anhand der Tatsache, dass Allah Azza wa Jal inmitten der Körperteile, die gewaschen werden, ein Körperteil erwähnt hat, der nicht gewaschen wird, sondern über den gestrichen wird, und zwar der Kopf. Allah Azza wa Jal erwähnt ja Gesicht, die Arme bis zu den Ellbogen, dann den Kopf und dann die Füße bis zu den Knöcheln. Und Allah Azza wa Jal sagt, und streicht über den Kopf. So, und rhetorisch ist die Regel, dass man Gleiches zusammenfasst und zusammen erwähnt und dann das erwähnt, was nicht gleich ist, was unterschiedlich ist. Das heißt, wäre die Reihenfolge nicht vorausgesetzt, dann hätte Allah Azza wa Jal nicht das Streichen mitten von den Körperteilen erwähnt, die gewaschen werden. Sondern dann hätte Allah Azza wa Jal erstmal alles erwähnt, was gewaschen wird. Hand bzw. Gesicht, Arme, Füße. Und dann hätte er erwähnt, das, was man streicht. Aber so hat das nicht gemacht, subhanahu wa ta'ala, sondern er erwähnte das, was man streicht, nach einem Körperteil, was man wäscht, und vor einem Körperteil, was man wäscht. Und das deutet darauf hin, dass also diese Reihenfolge einzuhalten ist. Und so lernen wir, wie die Rechtsgelehrten die Gebote ableiten aus dem Koran. Ein weiteres Gebot in dieser Ayah ist die Ersatzwaschung, also At-Tayammum. Und das bedeutet, dass man anstelle von Wudu Erde benutzt, um die Reinheit eben zu erreichen und um die Unreinheit aufzuheben. Beim Tayammum soll man also nur über das Gesicht und die Hände streichen. Und die anderen Körperteile muss man dann nicht reinigen. Und diese Erleichterung des Tayammum gilt bei Krankheit oder wenn man kein Wasser findet. Ja, das heißt, wenn man befürchtet, krank zu werden oder man ist krank und man wird länger krank oder man der Heilungsprozess würde dann verlängert werden oder man hat kein Wasser, dann darf man eben diese Ersatzreinigung vollziehen. Und das gilt, egal ob es sich um einen kleinen Zustand der Unreinheit handelt oder einen großen, also zum Beispiel nach einem Toilettengang, das wäre ein kleiner Zustand der Unreinheit, oder beim großen Zustand der Unreinheit, also zum Beispiel nach Geschlechtsverkehr, wo man eine Ganzkörperwaschung machen müsste, also
den ganzen Körper waschen. Wenn man auch da kein Wasser hat, macht man eben die Ersatzreinigung, At-Tayammum. Danach erwähnt Allah Azzawajal in diesem Juz die Glaubenslehre der Juden und Christen. Und dazu gehört die Aussage der Christen, dass Jesus Gott sei. Und hierfür bezeichnete sie Allah als Ungläubige. Und ebenso tadelte Allah die Schriftbesitzer für ihre Behauptung, sie seien die Kinder Gottes. Und das widerlegt Allah subhanahu wa ta'ala hier in dieser Sura. Anschließend erwähnt Allah azzawajal die Geschichte von Musa alayhi salam mit seinem Volk, und zwar ein Ausschnitt davon, als sie sich geweigert haben, in das gelobte Land, in das heilige Land einzutreten. So widersetzten sie sich, und Allah azzawajal erwähnt diesen Dialog zwischen ihnen und Musa, und da sagten sie: O Musa, gewiss, wir werden es niemals betreten, solange sie darin sind, also diese anderen Bewohner. Geh doch du und dein Herr hin und kämpft. Wir werden hier sitzen bleiben. Ayah 24. Als Strafe dafür sagte Allah Azzawajal: Gewiss, so soll es ihnen denn für 40 Jahre verwehrt sein, während derer sie auf der Erde umherirren. So sei nicht betrübt über das Volk der Frevler. Ayah 26. Die Weisheit für die Dauer 40 Jahre, da erwähnten einige Gelehrten, dass die Weisheit dahinter ist, dass jene Generation, die sich geweigert hat, nicht mehr das Sagen hat nach 40 Jahren. Entweder sind sie dann gestorben oder sind dann so alt, dass sie nichts mehr zu melden haben, und dass eben eine neue Generation dann hervortritt, die diesen Fehler nicht begangen hat. Und diese dürfen dann in dieses gelobte Land eintreten. Und das war auch so, wie wir noch inshallah sehen werden in einer anderen Sura. Im Anschluss daran wird die Geschichte der beiden Söhne Adams erzählt. Allah Azzawajal sagt: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Ayah 27 bis 31. Und verließ ihnen die Kunde von beiden Söhnen Adams, der Wahrheit entsprechend, als sie ein Opfer darbrachten. Da wurde es von dem einen von ihnen angenommen, während es vom anderen nicht angenommen wurde. Der sagte: Ich werde dich ganz gewiss töten. Der andere sagte: Allah nimmt nur von den Gottesfürchtigen an. Wenn du deine Hand nach mir ausstreckst, um mich zu töten, so werde ich meine Hand nicht nach dir ausstrecken. So werde ich meine Hand nicht nach dir ausstrecken, um dich zu töten. Ich fürchte Allah, den Herrn der Weltenbewohner.
Ich will, dass du meine und deine Sünde auf dich lädst und so einer von den Insassen des Höllenfeuers sein wirst. Das ist der Lohn der Ungerechten. Doch machte ihn seine Seele willig, seinen Bruder zu töten. Und so tötete er ihn, und er wurde einer von den Verlierern. Da schickte Allah einen Raben, der in der Erde scharrte, um ihm zu zeigen, wie er die böse Tat an seinem Bruder verbergen könne. Er sagte: O wehe mir, war ich unfähig zu sein wie dieser Rabe und diese böse Tat an meinem Bruder zu verbergen, so wurde er von denjenigen, die bereuen. Ayah 27 bis 31. Danach wird die Schwere dieses Verbrechens formuliert, indem Allah sagt: Wer ein menschliches Wesen tötet, ohne dass es einen Mord begangen oder auf der Erde Unheil gestiftet hat, so ist es, als ob er alle Menschen getötet hätte. Und wer es am Leben erhält, so ist es, als ob er alle Menschen am Leben erhält. Ayah 32. Bezüglich der Ayat 41 bis 50 werden zwei Geschehnisse als Offenbarungsgrund erwähnt. In beiden Fällen handelt es sich darum, dass die medinensischen Juden den Propheten sallallahu alaihi wasallam als Schlichter verlangt haben. Und so begann ein jüdischer Mann und eine jüdische Frau unehelichen Geschlechtsverkehr, wobei jeder von ihnen bereits verheiratet war. Die jüdischen Anführer damals waren sich nicht einig, ob sie nun die Strafe in der Tora anwenden sollen, und zwar die Steinigung, oder die andere Strafe, und zwar das Auspeitschen und dass man sie auf ein Esel hinstellt, und zwar rückwärts, um sie bloßzustellen. Als sie dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen sind, fragte er sie, was denn in der Tora steht. Also er sagt ihnen: Mach das, was in der Tora steht. Daraufhin machten sie die Tora auf, verdeckten aber die Stelle, in der die Steinigung erwähnt wurde, und haben nur den Rest gelesen. Und daraufhin sagte Abdullah ibn Salam, dass sie die Hand wegnehmen sollen, und da sahen sie eben diese Stelle, in der Tora die Steinigung erwähnt wurde. Eine zweite Geschichte, die als Offenbarungsgrund erwähnt wird, lautet, dass zwei jüdische Stämme in Medina verfeindet waren und dass sie eine Vereinbarung hatten: Wenn jemand einen Stammesanhänger tötet, dann muss man eine Buße leisten. Aber es war so festgelegt: Wenn jemand vom Stamm Beni Nadir getötet wird, dann wurde das volle Blutgeld verlangt. Und wenn einer von dem anderen Stamm, Beni Qurayza, getötet wird, dann nur die Hälfte. Warum? Weil eben der Stamm Beni Nadir eben eine höhere Stellung hat. Und nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgewandert ist nach Medina, haben sie sich an ihn gewendet, um zu gucken, ob er das bestätigt, diese Ungleichheit, oder nicht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das natürlich nicht bestätigt. Und das gefiel aber einigen natürlich nicht. Und deswegen erwähnt Allah azza wa jalla in diesen Ayat, wie schlimm es ist, sich nicht an die Gebote Allahs zu halten. Na, das ist Dreh- und Angelpunkt dieser Ayat. Und dass es eben eine Form des Unglaubens ist, sich den Geboten Allahs azza wa jalla zu widersetzen. Anschließend wurden die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam davor gewarnt, ihre Feinde gegen den Islam zu unterstützen und zu ihnen überzulaufen. Und in diesem Fall wird sie Allah durch Diener ersetzen, die er liebt und die ihn lieben und die sich auf seinem Weg abmühen. Und im letzten Abschnitt dieses Juz erklärt Allah noch einmal, dass jene, die behaupten, Allah sei drei, keine Gläubigen sind. Und so ruft er sie zur Reue auf und erklärt ihnen, dass Isa a.s. nur ein Gesandter ist, und bezeichnete seine Mutter als Wahrhaftige. Und so sollen die Schriftbesitzer nicht in der Religion
übertreiben, indem sie Dinge erfinden, die Allah Azzawajal nicht offenbart hat. Das war die Zusammenfassung des sechsten Juz. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.